Ich gehe heute noch aus. Versuch nicht zu sterben. Versuch nicht zu sterben. Versuch nicht zu sterben. Sieh an, wer da sprechen kann. Sieh mich nicht so an. Manchmal mache ich sowas eben. Das Auto. Du hast 5 Sekunden, bevor die Tür verschlossen wird. 5, 4, 3, 2. Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Ich will dich nicht ängstigen, aber wir haben nicht viel Zeit. Es ist nicht klug, sie warten zu lassen. Sie werden an jemand Neuem sehr interessiert sein. Von der anderen Seite ist es durchsichtig. Sie kommen jede Nacht. Und sie beobachten uns. Was ist das? Was machen die da? Applaus. Für dich, Mina. Wie lange bist du schon hier? Ich weiß es nicht. Und du hast noch nie einen gesehen. Niemand sieht sie und überlebt. Sie sind nicht ohne Grund in unsere Welt gekommen. Ich sollte nicht hier sein. Und ich bleibe auch nicht hier. Sie erlauben uns zu leben, weil wir ihre Regeln befolgen. Aber du hast zu viele gebrochen. Ein noch da. Was hast du gesehen? No! Sie kommen rein. Versuch nicht zu sterben. Ich habe mich selbst gesehen. Draußen ist jemand. Bitte öffne die Tür. John? Mein Mann ist da draußen. Das ist ein Trick. Oh mein Gott. Ich schon Bock drauf nach dem ersten Trailer und auch nach dem zweiten. Jetzt ändert sich das nicht, auch wenn der für meinen Geschmack ein Ticken zu lang ist. Da fahren wir dafür etwas mehr von der Grundgeschichte. Und damit war es das neu bewegte Material zu They See You, den uns Warner Brothers ab dem 13. Juni in die deutschen Kinos bringt. Fantasy-Horror-Thriller von Ishana Shyamalan, inszeniert der Tochter von M. Night Shyamalan, mit Dakota Fanning in der Hauptrolle. Und die spielt hier Mina. Die ist eine 28-jährige Künstlerin. Und als sie sich mit dem Auto unterwegs nachts befindet, überschreitet die eine Grenze zu einem Wald. Zu einem Wald, der in Karten nicht eingezeichnet ist, der, wenn man diese Grenze überschreitet, Autos auch nicht mehr funktionieren, Handys anscheinend nicht mehr funktionieren, 5 Sekunden Zeit bekommt sie, wie wir sehen im Trailer, um anscheinend in eine Art Bunker zu flüchten und trifft auf 3 Fremde, wo ihr eröffnet wird, dass da draußen Wesen sind, die diese wiederum beobachten durch eine Art halbdurchlässiges Glas, und tagsüber kann man von diesem Bunker mitten im Wald dann auch nach draußen schauen. Und das ist quasi das Grundszenario, wo man dann nicht weiß, wo will diese ganze Sache hin und was ist, wenn auf einmal geliebte Menschen ebenfalls auftauchen, die dann von diesen Wesen-Kreaturen überfallen werden. Und da baut sich für mich im ersten, aber auch zweiten Trailer diese Anspannungs-Horror-Gedanke ehrlicherweise gut auf, und dementsprechend bei der Buchverfilmung nach dem gleichen Buch, was den Titel anbelangt, muss ich sagen, habe ich Lust, erwarte jetzt noch nicht ganz so viel, habe aber das Gefühl, es könnte eine kleine Sommer-Horror-Überraschung werden. Was sagt ihr denn zu diesem neuen Trailer zu They See You? Packt ihr euch ebenfalls, weil gerade so Wald-Setting ist ja auch für viele immer sowas, wo sie schnell mal Angst bekommen, wenn es da dunkel wird und an Slenderman und Co. denken, oder ist es sogar gar nicht euer Ding? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.